Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Die Sims 4, unserem Community-Projekt. Wir haben heute den Tag der neuen Fähigkeit von 6 bis 2 Uhr. Da würde ich sagen, Doru, du solltest langsam jetzt mal ausgeschlafen haben, hoffe ich, dass du dann auch den Fähigkeitentag nutzen kannst. Ich glaube, arbeitstechnisch musst du nicht raus, oder? Nee, noch 2 Tage bis zur Arbeit, also es passt. Gut, schauen wir mal. Wie ist es mit dem Enrico? Enrico ist auch noch am Pennen. Und der Reini? Auch noch, also alle am Schlafen. Das schaut so aus, als hätten sie eine mega Party gehabt und flacken jetzt halt hier im Bett rum. Na gut, aber ich möchte natürlich auch mit dem Doru heute nochmal in die Höhle flitzen und hoffen, dass ich da diesen Tank finde oder was auch immer ich da brauche. Also es gibt anscheinend keinen Trank. Das habe ich jetzt in einem Kommentar gelesen, dass es keinen Trank gibt, sondern man muss eben etwas Spezielles essen. Und ich vermute, dass das diese Algen sind, von denen ich gelesen habe irgendwo. Kann ich eigentlich... Nee. Nackt baden möchte ich jetzt eigentlich nicht. So, was ist jetzt? Los, einer von euch muss jetzt aufstehen. Okay, Doru steht als erstes auf. Weil Toilette, ja, vielleicht sollte ich euch doch zumindest mal ein Toilettchen hier mit ranbauen an eure Häuser. Das sollte normalerweise möglich sein, ne? So, ich hoffe jetzt halt auch, dass er das hier irgendwie transformieren kann, weil man kann ansonsten nichts mit dem Ding machen. So, zeig mal, was du noch herstellen kannst. Und? Feuer? Mit Froschstrahl löschen? Okay. Kannst du löschen? Was ist los hier? Okay, jetzt kommen lauter Papiertüten, Leute. Was ist jetzt? Okay, warte mal. Kann man die Feuerwehr rufen? Nee, geht gar nicht. Warum nicht? Feuer. Ja, schön. Doro Slimeboss, kannst du das löschen? Warum funktioniert das nicht? Ah, danke. Okay. Gut, die können es löschen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt nicht löschen konnte. Also können wir damit machen? Den können wir einfach nur irgendwo hinstellen. Wer seid denn ihr überhaupt? Freundlich? Freundlich vorstellen? Was ist mit euch? Ihr seid jetzt alle wegen dem Feuer gelöscht. Okay. Was? 24 Stunden? Heftig. Also, Doru, das war komisch, was du da gemacht hast. Warum hast du das in Brand gesetzt? Aber niemand kann mit diesem Ding hier interagieren, ne? So, jetzt schauen wir nochmal. Transformieren. Mach mal nochmal. Tabor, Seltenheit, verspieltes Dekor. Emotionale Aura aktivieren. Cool. Verspielt. So, wer seid ihr überhaupt? Freundlich? Ja, Auswahl tun wir uns mal kennenlernen. Wer bist du? Ökomeister Knox Greenburg. Und du bist Travis Rocker, Erwachsener. Freundlich? Machen wir nochmal hier kennenlernen ein kleines bisschen. Aber das verspielte Dekor finde ich schon mal ganz gut. Oh, in der Stadt findet ein Flohmarkt statt. Da könnten doch die drei Jungs mal hingehen. Wie schaut es denn bei euch mit Arbeit aus? Doro hat ja noch 24 Stunden zur Arbeit. Enrico hat noch 2 Tage. Und er hat noch 6 Stunden. Also Reini, du solltest... Oh, Schreibfähigkeit und Musik. Moment. Moment, hab ich dir nicht eine Gitarre hier irgendwo hingestellt? Verdammt. Da steht sie doch. Nee, da steht sie nicht. Ach, das ist ja Doro, genau. Dieser orangene Topaz, seltsamerweise, den kann niemand ins Inventar platzieren, weil das gehört nicht Reini. Es gehört, glaube ich, auch nicht Enrico. Und es gehört aber auch nicht Doro.
Das ist ganz komisch. Von daher würde ich sagen, ich würde das ganz gerne mal zum Juwelier schicken, auch wenn das jetzt 25 Simoleons kostet, aber das sollte man auf jeden Fall mal probieren. So, Moment, das ist doch. Ach so, okay, Moment. Falsche Wohnung. Ich dachte, ich hätte dir eine Gitarre oder sowas gekauft. Kann nicht? Doof. Okay, das ist doof. Level 3 in Musik und Comedy erreichen. Moment, warte mal, du könntest doch zumindest Witze erzählen, oder? Lustig? Lustig vorstellen? Niklas Zehner, hey, hat einen ziemlich guten Geschmack. Hast du Lust mit mir Flohmarkt mit einer schönen Deko für meine Wohnung? Naja, gut. Ich bringe ein paar Freunde mit. Wo seid ihr? Enrico und Doro. So, ihr kommt auch mit. Dann sind wir alle unterwegs heute auf dem Flohmarkt. Schau mal, vielleicht können wir ja was abstauben, obwohl wir kein Geld haben. Ne? Das ist halt das Nächste. Ja, ein Absturz am Torquet zur Eisfall kann mich das Leben kosten. Ich weiß nicht, ob wir da mal hingehen. Sollten wir aber auf jeden Fall. Mit wem auch immer wir das mal machen werden. Okay, cool. Mehr Auswahl. Geschenke über Outfit machen. Aber wir sind ja schon. Hammerfreunde, hä? So, warte mal, was macht Doro? Doro singt Karaoke, oder was? Oh je. Wir mal kurz zu. Hello. Es ist immer wieder zu schön. Okay. Schauen wir mal, was haben wir denn da so für schöne, tolle Sachen? Auch wenn wir kein Geld haben. Aber Figuren haben wir schon wieder, ne? Oh, die Figuren sind cool. Was ist mit dir? 2 Tage bis zur Arbeit erreicht Gitarre, Geige, Comedy? Oh, ihr müsst beide? Oh, das ist doch cool. Warte mal, dann können wir doch hier bestimmt irgendwo einen Auftritt machen. Zusammen mit Vorführung anschauen. Machen wir mal das. Dann tun wir es los hier. Wer ist denn das? Clara, die Hexen. High Society, okay. Auch High Society oder was? Ja, von der wissen wir gar nichts. Ja, bloß kein Trinkgeld geben, ja? Sag's euch. Moment, ihr könntet euch ein bisschen kennenlernen, auf jeden Fall. Tag der neuen Fähigkeiten. Oh, wir müssen etwas kaufen. Okay, dann schauen wir mal wegen den Figuren. Schauen wir mal, ob wir mit dem handeln können, irgendwie um Rabatt bitten. Lass das mal. Nochmal. Um Rabatt bitten. Okay, keine Ahnung. Du wirst 10 Dollar, warum? Der hat wahrscheinlich ein Trinkgeld gegeben oder sowas, ne? Schrei aus tiefster Seele kaufen. Tun wir mal jetzt machen. Okay, er hat's gekauft, aber das zählt anscheinend nicht. Du willst Basketball spielen, aber ich würde gerne wollen, dass du auch was kaufst. Ein Messerblock für 10. Jawohl. Bist du? Okay, und Doro muss vielleicht auch noch was kaufen, keine Ahnung. So, Pferdeskulptur, was können wir denn machen? Da, den Drachen. Eine Drachenskulptur. Das hast du auch?
Ich gebe dann Trinkgeld. Ey, hör auf. Ja, warum hallo? Etwas kaufen steht doch da. Wir sind auf dem Flohmarkt. Oder ist der Flohmarkt nur das hier? Was können wir denn dann da kaufen? Das Ding vielleicht. Was kostet denn das? 75. Eigentlich sind ja die Dinger immer nicht schlecht, um sie dann wieder zu verkaufen, ne? Wollte ich Muschel kaufen. Ach komm, kauf mal den da. Zählt auch nicht? Naja, gut. So, Moment. Wir machen mal hier den Abfall leeren. Das Ding hier leeren. So, jetzt schauen wir mal, ob einer von den beiden hier... Was ist mit dir? Oh, er muss in der Arbeit sein. Alles klar. Was ist mit dir, Enrico? Ich wollte eigentlich selber... mal daher. Hier hingehen. Was haben wir da? Die Zutaten wühlen. Auf Toilette gehen. Meine Güte, eine Viertelstunde müssen wir jetzt halt noch überbrücken. Was hat man da? Mini-Leuchtpylon. Nee. Unwohl, warum? Oh, warte mal, du könntest doch hier mal aufs Klo gehen. Männer, hier. Zack, verwenden. Du auch. Zack, verwenden. So. Jetzt stehen die drei in der Schlange auf der Toilette. Reini ist zur Arbeit, okay. Er ist abgehauen. Doro, wo bist du? Ah, der Nächste, der singt. warte mal. Szene aufführen. Nein. Ich wollte eigentlich irgendwie mit ihm dann, wenn dann singen, mehr Auswahl. Ach komm, wir probieren mal die Kontrolle. So, zieh mal Nachtwäsche an. Und? Will er nicht, ne? Au, oh, er ist widerstandsfähig. Ah, doch. Hat er. Okay, warte mal. Duett singen Country mit... Okay, wer auch immer das ist. Ihr singt jetzt mal ein Duett. Doro. Doro, Doro. Du müsstest eigentlich arbeitstechnisch... Nee, du bist ja voll, ne? Wenn, dann müsstest du hier noch drei Bücher zu Ende lesen. Das wäre auch mal was zu machen, aber hier gibt es ja keine Bücher. Da müsste man eigentlich... Okay, Tag der Fähigkeit. Na, okay. Wir haben es erfüllt. Bei ihm noch nicht, ne? Okay, warte mal. Dann würde ich sagen, wir gehen nach Hause. Passt schon. Du brauchst nicht weiter. Ah, Levelaufstieg. Okay, wir haben es geschafft. Perfekto. So, wo bist du? Unwohl, warum? Was ist mit dir? Oh, du bist krank? Warum? Und da sind wir wieder zu Hause. Also sorry für den Schnitt jetzt. Ich habe da ein bisschen Probleme gehabt bei der Aufnahme. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts von den letzten 10 Minuten weggeschnitten. Aber ich hatte jetzt tatsächlich Probleme und ja, musste jetzt den Schnitt machen. Gut, wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Der Reini ist auf der Arbeit. Enrico ist, dem ist unwohl, verstopfte Nase. Ich weiß nicht, ob ich ihn vielleicht ins Bett legen sollte oder so. Zum Pennen, das wäre, denke ich mal, auch nicht schlecht, oder? Steht dann da irgendwas?
Sitzen, schlafen. Ich würde sagen, mal schlafen legen. Er muss sowieso in 22, naja, 22 Stunden bis zur Arbeit ist natürlich noch lang, ne? Du könntest mal das Ding hier ein bisschen angucken, keine Ahnung, oder du tanzt ein bisschen. Tanzen. Jawohl, du bist auch im Tanzen. Keine Ahnung, zu was ihr tanzt. Aber die sind ja auf jeden Fall schneller am Lernen heute, ne? Das ist noch bis 2 Uhr. Die zwei haben aber auf jeden Fall ihr Ding schon erfüllt. Es ist halt nur bei ihm noch der Tag der Fähigkeiten, bei Reini. Wie lang bist du denn arbeiten? Bis 21 Uhr. Na gut, dann kommst du ja auch gleich nach Haus. Das ist hier in Ordnung. Da würde ich auf jeden Fall sagen, wenn du heimkommst, dann solltest du gleich mal ein paar Reste nehmen. Und ich würde eigentlich gerne mit Doru. Du bist fast müde, ne? Warte mal, nimm du auch mal. Nein, nein, nein. Nicht Reste nehmen. Verdammt. Warte, ich werde zu schnell, ne? Was ist jetzt? Warum geht er jetzt ins Bett? Gehst du jetzt ins Bett? Du sollst Reste nehmen. Bei jemandem Luft machen, weil angespannt. Feuer gelöscht. Okay, das ist ja noch eine Zeit lang. Ah, jetzt selbst sicher. Okay, dann passt's. Ah, hockst du dich mit ihm ein wenig zusammen? Ich könnte euch eigentlich dann einen Fernseher herstellen, ne? Hätte ich das Geld. Was? Unwohl? Warum? Da stehen sie auf, um sich die Hand zu schütteln. Okay. Alles klar. Reini ist noch etwas angespannt. Warte mal. Du könntest doch auch einfach mal tanzen. Das ist doch auch schon mal was. Komm, bau deine Fähigkeit noch aus mit dem Tanzen. Oder irgendwas, keine Ahnung. Ob du das noch schaffst bis um 2? Doro ist auf jeden Fall ins Bett, das ist schon mal gut. Komm jetzt, ich will, dass du auch glücklich bist. Tanz! Und? Okay. Maximierte Fähigkeit. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dann ist er anscheinend die ganze Zeit am Tanzen. Okay, wir haben das auf jeden Fall geschafft. Dann könntest du eigentlich genau ins Bett gehen zum Schlafen. Wie ist es bei dir, Enrico? Du könntest eigentlich dann auch ins Bett gehen zum Schlafen. Zack. Doro ist schon am Schlafen, glaube ich. Jawohl. Da warten wir mal ganz kurz ab. Ich lasse das mal schnell laufen. Das müsste normalerweise, wenn alle schlafen, jawohl, noch schneller laufen. Das ist gut. War erfolgreich. Jawohl, das wissen wir. Es rennt, die Zeit, die rennt. Jawohl, gut. Dann kannst du jetzt mal aufstehen, geh doch mal duschen. In Dusche singen. So, dann kannst du ja auch noch mal Toilettchen gehen. Das braucht immer ewig, ne? Die duschen fast eine Stunde jedes Mal. Aber gut, es mag jetzt ja an dieser stylischen Dusche liegen, ne? Ganz klar. Warum? Du hattest doch gerade. Okay, keine Ahnung. Der hatte gerade die Blase noch ganz weit unten. Wo ist die Höhle? Da ist die Höhle. So, bitte, Doro, renn mal hierher, erkunden. Weil jetzt bist du nämlich gerade richtig fit. Schwimm, 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 schwimm. Du bist gut ausgeruht noch. Okay, schauen wir mal. Okay, Glühwürmchen drüben. Auf einen wunderschönen Anblick stieß der Film. Tausende glühende Larven, bedeckte Wände verstecken. Na, sorgsam achtet er darauf, wo Nitrat seine Forschung fortsetzt. Okay.
Was ist das? Am Strand nach Muscheln suchen. Bist du schon wieder raus? Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Nee, du bist noch da. Okay, Moment. Wir machen mal einmal kurz Pause. Was ist das? Plaudern? Achso, plaudern mit jemandem. Hast du jetzt dann irgendwas gesammelt da drin oder nicht? Oh Gott, du hast so viel Zeug drin, ne? Müllhaufen. Was haben wir da? Simray. DNA. Altmaterial. Das ist, glaube ich, immer gut, ne? Schwebelampe, den Drachen, Foto, Tanzkartons, Sojabohnen, da haben wir verschiedene Pflanzen, aber wir haben nichts, ja, Farm- oder Tangmäßiges. Ja gut, wie bist du denn überhaupt drauf? Du bist erst Hunger, ne? Dann warte mal, dann gebe ich dir jetzt mal, wo war's? Ozinold, nein, das sind Steine, da den Joghurt. Ess den mal. Nicht gut. Outfit ändern. Machen wir mal auf normal. Und dann gehen wir da nochmal rein. Okay, hat sich nichts gebrochen, aber gefunden hat er jetzt auch nichts, ne? Kunden. Machen nochmal. Doro sollte sein gutes altes Rezept schreiben und zum Labor gehen. Ah, okay, dann gehen wir eben jetzt halt mal mit ihm zum Labor. Doro ist, glaube ich, leider der Einzige jetzt halt in der Gemeinschaft, den wir verfolgen können auf die Arbeit. Ich hoffe nur, dass wir hier so einiges erfüllen können heute. Ja, ist okay. Wir machen mal ganz kurz Pause. So. Fernes Funkeln. Was willst du machen? Mit Lilith plaudern? Ja gut, dann gehen wir halt einmal zu Lilith, weil dann können wir die nämlich auch gleich um den Kristall bitten. Klaffete Brennetu! So, und zwar zack. Freundlich. Okay, wieso? Seltsam. Mehr Auswahl. Verdammt, mach mal Pause. Die laufen immer sonst wohin. So, ich möchte einen Kollegen um einen Kristall bitten. Kollegen beauftragen? Nein. Mehr Auswahl. Nee, da geht nichts, ne? Freundlich. Karriere um Kristall bitten, da ist es. Ist aber jedes Mal, ne? Dass ich... Und? Okay. Dann haben wir das da. Mit Lilith Richards über Kollegen tratschen. Bin mal gespannt. Wo ist es? Kennenlernen. Okay, mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Meine Güte. Über Büroaffäre tratschen, okay. Über Kollegen tratschen. Okay, dann haben wir das da. Wie sagt man immer, 9 von 10 finden Mobbing okay, ne? Ja, mit Lily Richards plaudern, das mache ich ja gerade. Freundlich. Auswahl, ich möchte halt einfach nur das heute schaffen. Tratschen, meine Güte. Manchmal ist es recht viel, ne, was man immer hier zur Auswahl hat. Plaudern. Ich will einfach nur mit dir plaudern. Muss ich da irgendwas Bestimmtes machen? Keine Ahnung. Fragen wir halt mal nach der Karriere. Arbeitest du hier?
Es ist immer auch zu schön, wenn mich Kunden bei mir auf Arbeit fragen, ob ich hier angestellt bin oder ob ich hier arbeite, obwohl ich ja meine Uniform insofern trage, ne? So, einen Kollegen um ein Metall bitten. Okay, dann müssen wir wieder auf freundlich um Metall bitten. Okay, dann haben wir das. Ein verdorbenes Serum mischen. Und Simray mit Gedankenkontrolle verbessern, säubern. Verbessern, rumbasteln. Nee, warte mal, da müssen wir ja quasi den Simray, der hier unten irgendwo ist. Zack. Und dann Simray verbessern. Gedankenkontrolle verbessern, säubern. So. Machen wir das mal. Und du hast Hunger, ne? Ich könnte mal schauen, was du einstecken hast. Hähnchenbrust verdorben. Und der will platzieren. Warte mal. Stell mal einfach mal dahin, da kümmert sich schon jemand drum. Wasser. Serummuschel. Sag mal, hast du nichts zum Essen einstecken? Na gut. Stopp. Er geht schon wieder weg, ne? So. Das. Nein, warte. Dann müssen wir das so machen. Einmal hier rein. Gut. Und dann was? Einen Sim per Gedankenkontrolle putzen lassen. Okay, schauen wir mal. Da haben wir jemanden. Gedankenkontrolle. Nee, es geht nicht, ne? Freundlich. Vielleicht, wenn wir es so machen. Warum freundlich vorstellen? Du müsstest die doch alle schon kennen. Okay. Klonmaschine erfinden. Okay, dann gehen wir doch nochmal daher. Wieso reparieren? Oh Gott. Der ist kaputt gegangen. Ich hoffe, du kannst es. Da hinten der Rechner ist auch kaputt. Na super. Bluescreen. Ganz schlimm. Okay, haben wir es? Alles klar. Dann. Gerät erfinden. Oh, verdammt. Die Klonmaschine können wir nicht erfinden, weil uns fehlt ein beliebiger, gewöhnlicher Kristall. Okay, dann warte mal, dann fragen wir doch nochmal hier einen Kollegen um den Kristall. Freundlich, drip, drip, um Kristall bitten. So, dann tun wir mal hier Teile noch plündern. Und dann müssten wir doch eigentlich hier Gerät erfinden. Warum nicht? Vielleicht hatte der keinen Kristall, kann das sein? Den können wir noch fragen. Ist hier noch jemand? Freundlich. Dann gehen wir mal dahinter. So, Pause. Freundlich um Kristall bitten. Ein Smaragd. Schauen wir mal jetzt. Hat Gerät erfinden. Jawohl, Klonmaschine. Jawohl, 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 jawohl. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die Klonmaschine. Ja, ich weiß schon, dass du Hunger hast. Ich blende es am besten mal aus. Klonmaschine erfunden. Was kann er klonen? Ziehe die Klonmaschine vom Erfindungsbauer, ziehe anschließend Dinge auf die Klonmaschine und wähle dann Objekt klonen. Okay, da ist natürlich die Frage, wo ist das Ding? Wo ist das Ding?
Oh, Regen, okay. Wo ist denn das Teil? Oder habe ich das? Moment. Rückschauen, Zing, Besteckpräferenz. Kann ich damit irgendwas machen? Nee, das kann ich nur aufräumen. Okay. Aber du willst irgendwas essen, oder? Anzieh? Nee, du willst nichts essen. Eine Pflanze klonen. Pflanzen? Bewässern. Na gut, er bewässert ja dann alles, ne? Aber wo ist jetzt diese Klonmaschine? Klonmaschine, da steht's doch. Moment, ich gehe noch mal auf Pause ganz kurz. Inventar. Aha. Das ist die Klonmaschine. Okay, gut. Schauen wir mal, ob ich das hier klonen kann. Hergestellt von Doru. Okay, wir sollen eine Pflanze klonen, ne? Warte mal. Nee, das geht nicht. Samen kaufen. Bessern, jäten, erforschen. Habe ich dann vielleicht eine Pflanze einstecken, die ich dann klonen kann, dass wir Basilikum nehmen? Nee. Hier eine Blume? Auch nicht. Rumbasteln. Objekt klonen. Auf der Klonmaschine muss ein gültiges Objekt zum Kopieren platziert werden. Es würde aber auch heißen, dass ich irgendein Ding-Objekt erstmal finden muss, ne? Eine Pflanze klonen. Habe ich hier irgendwo eine Topfpflanze stehen? Da ist Müll. Das ist ein Labor, ne? Da werde ich wahrscheinlich keine Pflanze finden. Ah, egal. Also wenn ich das jetzt nicht nehmen kann, ist natürlich blöd. Nee. Okay, dann stecken wir die jetzt erst einmal wieder ein, dann probieren wir das eben mit was anderem. Ein verdorbenes Serum mischen. Komm, wir haben nämlich nicht mehr lang. Synthetiknahrung fortsetzen, machen wir mal das. Okay, und? Gut, haben wir es geschafft. Nach dem Genuss eines Rosenparfüm-Serums mit jemandem flirten. Jetzt muss es nur noch getestet werden. Wo ist es? Oder steckst du das gerade ein? Ah, du musst aufs Klo. Ja, dann. Dann geh doch mal aufs Klo hier. Reparieren? Wieso reparieren? Ich will jetzt halt einfach nur aufs Klo gehen. Verdammt, gibt's hier noch eine andere Kloschüssel? Ich lass dich mal laufen. Ah, okay. Und wohin gehst du da? Oben ist eins. Okay, gut. Ah, und ich habe hier Pflanzen. Was ist das dran? Überwucherungen drinnen? Trimmen? Warte mal. Ich will bloß nicht plötzlich zu Hause sein und dann habe ich das Teil hier stehen. Eine Pflanze klonen. Ja, okay. Dann schauen wir mal, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Gedankenkontrolle, nee, Outfit ändern, das muss er wahrscheinlich noch üben, ne? Outfit ändern. Badekleidung. So. Ist zwar jetzt nicht das, was ich machen wollte. Ich wusste gar nicht, dass es hier oben was zum Essen gibt, ey. Mir noch nicht bewusst aufgefallen. Snack kaufen. Für 5 Dollar. Ja, Mist. Doro wurde befördert und ist jetzt Ufologe. Er verdient jetzt 30 Dollar mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 102 pro Stunde ergibt. Okay, das ist natürlich schon cool. Verdient 648. Das hilft auf jeden Fall der Gemeinschaftskasse. Das ist cool. Ja, und so langsam, ich hoffe doch mal, dass wir so langsam richtig dolle viel Geld verdienen. Dass wir dann hier nämlich auch noch ein bisschen
was machen können. So, ich würde sagen, du gehst erst einmal hier in den Kühlschrank und nimmst Reste, weil die sind auf jeden Fall noch gut. Und wenn du die genommen hast, dann gehst du erst einmal schlafen. Ob wir das jetzt jemals hinbekommen mit dem, dass du Meerjungmann wirst oder Meermann wirst, kann ich nicht sagen. Ich probiere es auf jeden Fall. Notfalls werde ich dich als Meermann dahin cheaten. Anders hätte ich wahrscheinlich dann nicht die Möglichkeit. Okay, ich hoffe jedenfalls, dass euch der Part gefallen hat und würde mich freuen über ein Like. Ich würde mich freuen über Kommentare und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao! Breaker!